Die Linke, hat zwei Vorlagen hier eingebracht in diese Debatte. Da geht es um die Mietpreisbremse. Die Mietpreisbremse, die gibt es ja eigentlich seit dem 1. Juni 2015, soll sprunghafte Mieterhöhungen vor allem in Großstädten vermeiden helfen. Wirkt diese Mietpreisbremse oder wirkt sie nicht? Darüber ist sehr viel gesprochen und auch erhoben worden in den letzten beiden Jahren. Und die neueste Studie dazu vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die sagt sogar, die Mietpreisbremse wirkt doch in verschiedenen Gebieten. Darüber vielleicht mehr im Verlaufe der Debatte. Die Linke stellt jetzt erstmal mit der Abgeordneten Karen Ley ihre Anträge vor. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mietenexplosion und Verdrängung, das ist zweifellos eines der größten sozialen Probleme unserer Zeit. Ich finde, ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl wird es Zeit, dass wir endlich auch hier mal darüber sprechen. Und ich bin froh, dass die Fraktion Die Linke heute dafür gesorgt hat. Denn die Mieten in Großstädten und in Ballungszentren explodieren. Dort sind die Mieten in den letzten 13 Jahren um fast 50% gestiegen, selbst in ländlichen Kreisen in diesem Zeitraum um 21%, besonders übrigens in den letzten Jahren. Das ist das Ergebnis von 8 Jahren Wohnungspolitik der Großen Koalition, und das kann so nicht bleiben. Denn die Löhne und die Einkommen steigen ja lange nicht in diesem Maße. Wenn also die Löhne stagnieren und die Mieten steigen, dann ist das eine knallharte Umverteilung von unten nach oben, und das werden wir Linken nicht akzeptieren. Es trifft ja besonders die armen Haushalte. Sie müssen fast 50% ihres Einkommens für die Miete ausgeben. Wer Busfahrer ist oder Krankenschwester, Rentner oder Studentin, kann sich in deutschen Innenstädten bald keine Wohnung mehr leisten. Das müssen wir endlich stoppen, meine Damen und Herren. Und seien wir ehrlich, die sogenannte Mietpreisbremse ist ein zahnloser Tiger. Bei der Einführung durch die letzte Große Koalition wurden so viele Ausnahmen und Bedingungen geschaffen, dass die Mietpreisbremse nicht wirklich wirken konnte. Mein Verdacht ist leider, dass sie auch nicht wirken sollte, weil die Bau- und Vermieterlobby es eben auch nicht wollte. Und das kann einfach nicht sein, dass hier dauernd Politik für die Vermieterseite gemacht wird. Es wird endlich Zeit, dass wir umdenken und Politik für die Mieterinnen und Mieter machen. Und auch die nächste Große Koalition, sollte sie dann überhaupt zustande kommen, bietet wenig Anlass zur Hoffnung, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Schuld ist im Kern die Union, die ihrem Koalitionspartner, dem zukünftigen Koalitionspartner, keinen Stich gönnen will und die doch tatsächlich alles daran setzt, einen besseren Mieterschutz und eine wirklich wirkungsvolle Mietpreisbremse zu verhindern. Sie wollen Volkspartei sein. Das glaubt Ihnen ja wirklich kein Mensch mehr. Der Entwurf des Koalitionsvertrages drückt sich ja im Kern um eine wirkliche Nachbesserung, eine wirkungsvolle Nachbesserung der Mietpreisbremse. Die Ausnahmen sollen bestehen bleiben. Es werden keine Strafen wegen Verstößen festgelegt. Aber es ist überhaupt unklar, ob es im Jahr 2020 weitergehen soll, wenn die Mietpreisbremse nämlich auslaufen sollte. Da soll dann nach Koalitionsvertrag überprüft werden. Also alle Studien belegen doch, wir müssen dieses Gesetz nicht noch weiter überprüfen. Wir müssen es endlich nachbessern. Nur so bekommen wir das Problem in den Griff. Und dafür ist es einfach richtig, dass wir alle Ausnahmen und Schlupflöcher schließen. Genau das wollen wir Linken, das haben wir heute beantragt. Wir wollen, dass sämtliche Ausnahmen gestrichen werden. Wir wollen, dass die Mietpreisbremse flächendeckend wirkt. Wir wollen sie so umgestalten, dass sie die Mieten auch tatsächlich deckelt. Und dass die Mietpreisbremse in 2 Jahren wieder auslaufen soll, bevor sie überhaupt wirklich wirken kann, das ist doch wirklich völlig inakzeptabel. Und es ist aus meiner Sicht auch völlig logisch, dass die Vermieter bei Verstößen gegen die Mietpreisbremse bestraft werden müssen. Also wenn den Leuten unrechtmäßig Geld aus der Tasche gezogen wird, dann ist es Betrug, und das muss auch wie Betrug bestraft werden.
Meine Damen und Herren, ich weiß, dass diese Vorstellungen den meisten Fraktionen zu weit gehen. Deswegen haben wir noch einen Gesetzentwurf vorgelegt, der wenigstens den kleinsten gemeinsamen Nenner definiert, dass nämlich jeder Mieter das Recht haben muss, die Höhe der Vormiete zu erfahren, und zwar ohne Wenn und Aber. Und auch an dieser Stelle bin ich mir beim Koalitionsvertrag unsicher, wie Sie das jetzt wirklich am Ende des Tages bewerkstelligen wollen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Auch die Union muss hier endlich über ihren Schatten springen. Die Hälfte der Menschen in Deutschland lebt zur Miete. In den Großstädten ist es die Mehrheit. Tun Sie endlich etwas für die Mehrheit der Menschen und nicht nur für die Bau- und Vermieterlobby. Nächster Redner für die Fraktion der FDP ist der Kollege Dr. Jan-Marco Lutscher. CSU. Entschuldigung. CSU. Der nächste Redner. Korrektur. Jan-Marco Lutscher für die Unionsfraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, liebe Frau Leyet, man merkt bei Ihrem Antrag mal wieder, dass DIE LINKE ganz offensichtlich immer noch im Gestern liegt. Hätten Sie sich nämlich den Koalitionsvertrag einmal genau angeschaut, hätten Sie festgestellt, dass wir dort sehr viele, sehr gute, sehr richtige Punkte vereinbart haben, um Mieter besser zu schützen und auch etwas zu tun, um nachhaltig gegen steigende Mieten vorzugehen. Also insofern ist Ihr Antrag hier sowieso schon mal überholt. Und was es eigentlich noch schlimmer macht, er ist in der Sache auch grundverkehrt. Und der Grund, warum dieser Antrag so grundverkehrt ist, das liegt daran, dass Sie immer noch in Ihrem klassenkämpferischen Denken festhalten. Sie zeichnen hier immer noch das Bild des bösen, des renditegierigen Kapitalistenvermieters, der arme und schwache Vermieter, Mieter ausbeutet. Sie sehen mit Ihrem Antrag Zwietracht zwischen Vermietern und Mietern, wenn Sie zum Beispiel schreiben, dass ein Großteil der Vermieter sich nicht an das Gesetz halten würde und die Mietpreisbremse pressen würde. Das alles geht völlig an der Realität vorbei. Zwei Drittel der Wohnungen in unserem Land, die werden von privaten Kleinvermietern gestellt. Das sind nicht die großen Gesellschaften, das sind nicht die Heuschrecken, sondern das ist der Handwerker, der so Mitte 50 ist, der lange gespart hat, darauf gespart hat, sich eine kleine Wohnung zuzulegen als Altersvorsorge und der die meistens immer noch abbezahlt. Und diese Menschen, die nehmen Rücksicht auf ihre Mieter, die haben in aller Regel auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Mietern und, meine Damen und Herren, die halten sich auch an das Gesetz. Und deswegen finde ich das unverschämt, wenn Sie diese Menschen mit Ihrem Antrag hier diskreditieren wollen. Und dieses verquere Bild, was Sie von Vermietern in unserem Land haben, das führt leider dann auch zu völlig verqueren und zu abstrusen Forderungen. Wenn ich zum Beispiel das umfassende Auskunftsrecht nehme, was Sie jetzt hier fordern. Danach muss ein Vermieter gleich am Anfang detaillierte Informationen geben, wie sich die Miethöhe genau zusammensetzt. Und das führt dann sogar zu einem Einsichtsrecht für die Belege, was vor Beginn des Vertragsverhältnisses gelten soll. Also im Prinzip, wo ich einem Fremden, mit dem ich noch in gar keiner vertraglichen Beziehung bin, schon meine Kontoauszüge zeigen muss, so schreiben Sie das in Ihrem Antrag, meine Kontoauszüge dem zeigen muss, wo ein Recht auf Belegeinsicht verankert werden soll. Es fehlt eigentlich nur noch, dass Sie den potenziellen Mietern das Recht geben wollen, die Wohnung des Vermieters dann auch noch durchsuchen und wenn er das nicht freiwillig macht, dann am besten auch noch mit Hilfe der Polizei durchzusetzen. Das ist wunderbar geeignet, um gleich am Anfang ein harmonisches Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter herzustellen. Das, meine Damen und Herren von den Linken, werden wir so nicht mitmachen. Sie merken also, DIE LINKE argumentiert hier mir wieder völlig an der Realität vorbei. Der Antrag, der wird dann auch zum Scheitern verurteilt sein, das kann ich hier schon prophezeien. Der einzige Punkt, wo Sie recht haben, da ist natürlich schon was dran. Wir wollen mehr Transparenz an dieser Stelle schaffen. Und deswegen haben wir im Koalitionsvertrag, Sie hätten ja nur einmal lesen müssen, in den Konstellationen, wo ein Vermieter sich auf die Ausnahme von der Mietpreisbremse beruft, dass die Vormiete höher gewesen ist, dass wir dann sagen, dann ist es auch richtig, dass er diese Vormiete dann tatsächlich auch offenlegt, dass er sagt, wie hoch war die denn? Das ist keine Überforderung des Vermieters, sondern das ist letztlich etwas, was leicht und auch unbürokratisch möglich ist. Und deswegen werden wir das auch so machen. Was wir aber nicht machen werden, was Sie hier fordern, die Rügepflicht abschaffen. Und wir werden auch nicht sagen, dass es einen Rückzahlungsanspruch für zu viel gezahlte Miete ab dem Mietbeginn geben muss. Das muss man noch mal betonen. Nochmal. Es geht hier um private Kleinvermieter. Die haben keine Rechtsabteilung im Hintergrund, die errechnen kann bis auf Euro und Cent, wie denn genau die ortsübliche Vergleichsmiete ist und das dann genau machen können, sondern da ist es dann in diesen Konstellationen notwendig, dass man tatsächlich die Rüge hat, dass der Vermieter darauf hingewiesen wird, dass da möglicherweise etwas noch mal nachgerechnet werden muss, dass sie sich darauf einstellen können. Was Sie hier machen,
die Rügepflicht abschaffen und dann einen Rückzahlungsanspruch möglicherweise nach Ende des Mietverhältnisses 3 Jahre zurückwirken, das ist eine komplette einseitige Risikoverlagerung auf den Vermietern, weil erhebliche Rückforderungsansprüche, die ihn in wirtschaftliche Bedrängnis bringen können, hinterher die Folge sind. Und deswegen werden wir an dieser Stelle das auch nicht so mitgeben. Bei der Rügepflicht machen wir aber eins, weil wir natürlich sehen, das ist auch für Mieter an der einen oder anderen Stelle nicht einfach zu sagen, was ist denn die ortsübliche Vergleichsmiete? Und wenn Sie da Zweifel haben, müssen Sie jetzt qualifiziert rügen, müssen die Tatsachen vortragen, auf denen sich Ihre Rüge zusammensetzt. Das wollen wir senken, diese Hürde. Wir sollen zukünftig das so gestalten, dass eine einfache Rüge ausreicht. Das soll nicht ein pauschales Bestreiten, das soll auch keine Beweislastumkehr sein, aber wir wollen diese Hürde senken, wollen es Mietern leichter machen, sich gegen überhöhte Mieten zu wehren. Und deswegen werden wir das klarstellen im Gesetz, dass es dort bei der Rügepflicht keine überspannten Anforderungen gibt. Ich möchte an der Stelle noch mal auf einen Punkt, Frau Ley, den Sie gesagt haben und zwar wieder besseren Wissens gesagt haben, aufräumen, dass es hier keine Sanktionen gegen Vermieter geben würde. Das ist einfach nicht richtig. Der unredliche Vermieter, der bewusst eine falsche Vormiete angibt, der bewusst täuscht darüber, dass hier modernisiert worden ist, die Wohnung, der begeht einen Betrug, einen glasklaren Betrug. Und jetzt sagen Sie nicht, dass es dort keine Sanktionen gibt, sondern selbstverständlich gibt es dort Sanktionen, sogar die schärfste Sanktion, die wir als Staat ergreifen können, nämlich das Strafrecht. Das ist strafbar. Und deswegen hören Sie jetzt auf, mit diesen falschen Tatsachen, die Sie behaupten, Stimmung zu machen gegen Vermieter. Das ist einfach nicht in Ordnung. Es ist unredlich, wie Sie hier argumentieren. Und jetzt kommen Sie wieder mit Ihren Argumenten, man müsse die Ausnahmen von der Mietpreisbremse abschaffen. Das ist ja wirklich täglich, wo ist das Murmeltier? Sie, in jedem Antrag fordern Sie das und in jedem Antrag müssen wir Ihnen erwidern, jede von diesen Ausnahmen, die sind wohl erwogen und die sind auch in der Sache richtig. Das gilt für die Vormiete, dass die höher sein muss. Das ist eine verfassungsrechtliche Notwendigkeit, weil wir hier einen Bestandsschutz gewährleisten müssen. Das gilt auch für die Ausnahme der umfassenden Modernisierung, weil wir wollen, dass Wohnungen energetisch saniert werden, weil wir wollen, dass Wohnungen altersgerecht umgebaut werden, weil wir eben in einer älter werdenden Gesellschaft leben. 2030 werden 8 Millionen Menschen in unserem Land, über 6 Millionen Menschen über 80 Jahre alt sein. Die brauchen sanierte Wohnungen, altersgerecht umgebaute Wohnungen, weil sie sonst nicht mehr in ihre Wohnung kommen, weil kein Fahrstuhl mehr da ist, weil sie ihr Bad nicht mehr benutzen können. Und deswegen sind diese Ausnahmen von der Mietpreisbremse wohlerwogen, berechtigt, weil wir diese gesamtgesellschaftlichen Ziele, Klimaschutz und altersgerechten Umbau, das brauchen wir. Und deswegen werden wir die Ausnahmen hier auch beibehalten, meine Damen und Herren. Unter dem Strich ist aber die ganze Diskussion um die Mietpreisbremse. Und deswegen werden wir sie auch evaluieren. Deswegen werden wir uns also anschauen, was sagt das Bundesverfassungsgericht, ja so, dass wir damit nicht die Ursachen bekämpfen, sondern nur an den Symptomen herumdoktern. Ich habe jetzt hier gerade in Berlin vor einigen Wochen von einem Fall gehört, da haben sich auf eine Wohnung 1.400 Menschen beworben. Auf eine Wohnung, 1.400 Menschen. Am Ende, da können Sie die Mietpreisbremse noch so sehr verschärfen, wie Sie das wollen, am Ende gehen 1.399 Menschen nach Hause, ohne eine Wohnung zu haben. Da nützt die Mietpreisbremse überhaupt nichts. Die Mietpreisbremse löst das Problem nicht, weil sie an die Ursachen nicht herangeht. Und deswegen ist das, was wir brauchen, mehr Wohnungsbau in unserem Land. Und deswegen machen wir das in unserem Koalitionsvertrag, eine Wohnungsbauoffensive, 1,5 Millionen Wohnungen, die wir in den nächsten 4 Jahren bauen wollen. Das ist ein ehrgeiziges Ziel. Das packen wir an, indem wir 2 Milliarden Euro in die soziale Wohnraumförderung stecken, indem wir eine Sonder-AFA für den frei finanzierten Wohnungsbau machen, indem wir Bauland mobilisieren und indem wir auch überflüssige Vorschriften abschaffen werden, die Bauern teuer machen. Nur so werden wir das Problem steigender Mieten nachhaltig bekämpfen. Da sind wir auf dem richtigen Weg und Sie sind auf dem Holzweg, meine Damen und Herren. Wir haben noch viel mehr im Koalitionsvertrag. Da wird mein Kollege Alexander Hoffmann noch eins sagen. Ich will am Ende nur noch einen Punkt noch mal aufgreifen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Sie die Mietpreisbremse überhaupt hier wollen. Wenn ich mir Ihren Antrag so anschaue, dann fordern Sie unter anderem, dass man die zulässige Höchstmiete zukünftig festsetzen soll. Festsetzen soll. Das ist im Kern eine Abschaffung der Mietpreisbremse. Und zwar die Abschaffung der Mietpreisbremse zugunsten eines staatlich regulierten Mietwohnungsmarktes. Das ist Sozialismus, meine Damen und Herren. Das ist schlecht. Da haben die Menschen gemerkt, was 1989, wohin das führt. Das wird es mit uns niemals geben, meine Damen und Herren. Dankeschön.
Lutschak war das für die CDU-CSU-Fraktion und die nächste Rednerin große Koalition, so sie denn zustande kommt, hat in ihrem Koalitionsvertrag reingeschrieben, wir wollen mit einer gesetzlichen Auskunftspflicht des Vermieters bezüglich der Vormiete mehr Transparenz bei der Mietpreisbremse erreichen. So stünde es zumindest im Koalitionsvertrag. Uli Nissen jetzt für die SPD. Ich erinnere mich an meine erste Berichterstatterrunde, wo Sie damals klar und deutlich gesagt haben, wer will denn eigentlich die Mietpreisbremse, Herr Lutschak? Das hat sich dann erst geändert, als in Berlin Wahlen anstanden. Zu Recht beschäftigen wir uns wieder mit stark steigenden Mieten in vielen Regionen. Die Verschärfung der Mietpreisbremse ist nur eine kleine Stellschraube zum bezahlbaren Wohnraum. Ich bin froh, dass wir in unserer Koalitionsvereinbarung, wenn unsere Mitglieder ihre Zustimmung geben, festgehalten haben, dass jetzt der Vormieter offenlegen muss, was der Vermieter offenlegen muss, was der Vormieter gezahlt hat. Aus meiner Sicht muss jedem Mietvertrag im Geltungsbereich der Mietpreisbremse ein Informationsblatt dazu beigelegt werden. Darin muss die Mieterschaft zum Beispiel darüber informiert werden, dass sie auch nach Vertragsabschluss gegen den überhöhten Mietpreis vorgehen können. In meinem Frankfurter Wahlkreis ist bezahlbares Wohnen ein riesiges Thema. Erst seitdem die SPD mit Peter Feldmann seit 6 Jahren den Frankfurter Oberbürgermeister stellt und seit Sommer 2016 SPD-Mann Mike Josef Planungsdezernent ist, steht das Thema bezahlbares Wohnraum endlich ganz oben auf der Tagesordnung. Das zeigt, wir können vor Ort was machen, lieber Kollege. Wir haben in Frankfurt eine echte Mietpreisbremse bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG Holding für mehr als 50.000 Wohnungen eingeführt. Diese führt dazu, dass bei der ABG Mieten nur noch maximal um 1% pro Jahr angehoben werden dürfen. Dies wirkt sich natürlich auch positiv auf den Mietspiegel aus. Peter Feldmann hatte dieses schon lange gefordert. Die CDU und die Grünen in der Stadtregierung hatten dies aber vehement zurückgewiesen. Erst seitdem die SPD an der Stadtregierung beteiligt ist, wurde dieses schnell umgesetzt. Wir wollen diese echte Mietpreisbremse auch bei anderen Wohnungsbaugesellschaften einführen, an denen die Stadt Frankfurt beteiligt ist. Außerdem gilt jetzt, dass bei der ABG bei Neubauten 40% und bei anderen Gesellschaften mindestens 30% sozial geförderter Wohnungsbau umgesetzt werden müssen. Dies gilt auch für die Deutsche Bank, die zentral in der Stadt bauen will. Großartig finde ich auch, dass die Sozialbindung bei der ABG von 20% auf 50% angehoben wird. Wären dies, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht auch Vorbildmodelle für andere Städte? Wir müssen nicht nur vom Bund was fordern, auch in den Kommunen kann was gemacht werden. Und deshalb bin ich Peter Feldmann und Mike Josef sehr dankbar, dass Sie so sehr auf der Seite der Mieterinnen und Mieter sind. Und es wäre auch schön, wenn Sie das in Ihren Städten machen würden. Bezahlbares Wohnen ist auch ein sehr wichtiges Thema der Koalitionsvereinbarung. Wir starten eine Wohnraumoffensive für 1,5 Millionen neue Wohnungen. Mindestens 2 Milliarden will der Bund auch an Mitteln für den sozialen Wohnungsbau dazugeben. 2 Milliarden. Zusätzlich wollen wir die Spekulation auch mit Bauland durch steuerliche Maßnahmen einschränken. Was mich sehr freut, dass wir neben der Verschärfung der Mietpreisbremse auch bei der Modernisierungsumlage deutlich anpacken. Es soll Eigentümer geben, die durch Umlage der Modernisierungskosten auf die Mieter die Bewohner aus dem Haus treiben wollen. Viele können sich dann die Mieten nicht mehr leisten. In der Lersner Straße 10 wurde die Miete nach Modernisierung um 164% erhöht. Das waren 1.507 Euro mehr. Für die Mieterschaft eine Katastrophe. Alle zogen aus. Wir wollen jetzt eine Kappungsgrenze einführen, sodass die Miete nach einer Modernisierung nicht mehr als 3 Euro pro Quadratmeter innerhalb von 6 Jahren steigen darf. Das wären in der Lersner Straße anstatt 1.507 Euro dann 336 Euro gewesen. Mit einer solchen Kappungsgrenze werden die Eigentümer vermutlich nur noch sinnvolle und nicht mehr überteuerte Maßnahmen vornehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und CSU, wir haben auch noch viele weitere gute Vereinbarungen getroffen. Sie können sich sicher sein, diese Regelung wollen wir auch 1:1 umsetzen. Herr Lutschak, auch für Sie gilt, Vertragstreue ist angesagt. Dieses wünschen wir auch, dies wollen auch unsere Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich weiß, dass ich aufbringe. Uli Nissen war das für die SPD-Fraktion. Und so, die Bundesländer legen ja fest, wo die Mietpreisbremse gilt. Und Uli Nissen hat eben beispielsweise aus Hessen ein Beispiel aus Frankfurt gebracht, wo die Mietpreisbremse, sagt sie zumindest, durchaus zieht aus den genannten Gründen. Martin Sichert für die AfD-Fraktion. Was wir in diesem Antrag sehen, ist das typische Phänomen linker Parteien. Sie machen keine Politik fürs Volk, sondern sie spielen immer eine Bevölkerungsgruppe gegen eine andere aus. Die Grünen,
Die Grünen stacheln die Fahrradfahrer gegen die Autofahrer auf, die Linkspartei die Arbeitnehmer gegen die Arbeitgeber oder wie in diesem Fall die Mieter gegen die Vermieter. Sie sind diejenigen, die in unserer Gesellschaft Hass säen und unsere Gesellschaft spalten. Wir hingegen, wir machen Politik für alle Menschen in diesem Land und deswegen stellen wir uns gegen Ihre ideologisch motivierten Hetzkampagnen zur Spaltung der Gesellschaft. Über 7.000 Euro kostete bereits Ende 2016 im Durchschnitt ein Quadratmeter einer Eigentumswohnung in München. Tendenz stark steigend. Wäre dieses hohe Haus hier in München und nicht in Berlin, hätten Sie wahrscheinlich die Diäten der Abgeordneten noch deutlich stärker erhöht. Aber ich sage Ihnen an dieser Stelle, der einfache Arbeitnehmer, für den wir Politik machen, der kann sich sein Gehalt nicht selbst erhöhen. Der muss sehen, wie er selbst mit einem Nebenjob noch über die Runden kommt. Und er kann sich in seinem gesamten Leben keine Eigentumswohnung in München leisten. Und München ist dann nur ein Beispiel von vielen, denn seit 2011 sind die Immobilienpreise in Deutschland um 45% gestiegen. Und wenn man sich fragt, wer das zu verantworten hat, dann muss man sie alle hier nehmen, von der FDP bis zur Linkspartei. Sie sind verantwortlich zusammen für die Explosion der Immobilienpreise in Deutschland. Sie sind verantwortlich dafür, dass sich eine einfache Familie in Deutschland kein Wohneigentum mehr leisten kann. Es war Ihre desaströse Finanzpolitik, die dazu geführt haben, dass wir Nullzinspolitik und Negativzinsen haben. Die Kämmerer in den hochverschuldeten Kommunen, die mag das freuen, aber wir machen hier in diesem Hohen Hause keine Politik für die Kämmerer. Wir machen Politik für die Bürger in diesem Land und die müssen die Zeche zahlen, denn die können eben nicht mehr für ihr Alter selber vorsorgen. In kaum einem anderen Land, und das muss ganz klar gesagt werden, in kaum einem anderen Land in Europa haben die Bürger so wenig Vermögen im Durchschnitt wie in Deutschland. Und das liegt auch daran, dass während in Rumänien, Litauen und Kroatien über 90% in den eigenen vier Wänden leben, in Deutschland gerade mal die Hälfte Wohneigentum besitzt. Wir haben eine massive Zunahme an Obdachlosigkeit. In München sind sogar Menschen aus der Mittelschicht inzwischen von Obdachlosigkeit bedroht, wenn sie ihre Wohnung verlieren. Und warum? Weil es nicht genug Wohnungen gibt. Selbst in der Mittelschicht muss man inzwischen teilweise jahrelang suchen in den Ballungsräumen, bis man eine neue Wohnung findet. Und Sie haben dieses Problem massiv verschärft. Durch die ungesteuerte, massenhafte Armutszuwanderung haben Sie über 1 Million Menschen ins Land geholt, die jetzt auch alle eine Wohnung suchen. Wohlgemerkt, die meisten davon auf Staatskosten. Ungesteuerte Zuwanderung, Euro-Rettung und die daraus resultierende Nullzinspolitik, das sind die Ursachen in diesem Land für die Wohnungsnot der Menschen. Und was Sie von der Linkspartei wollen mit der Verschärfung der Mietpreisbremse, ist ein weiteres Mal Ihre feuchten sozialistischen Träume auszuleben. Sie wollen dafür sorgen, dass privates Wohneigentum noch unattraktiver wird. Und wenn man sich anschaut, was Sie sonst noch so alles fordern in den Ländern, dann sieht man, Sie wollen massiv den staatlichen sozialen Wohnungsbau befördern. Das heißt, Sie wollen, dass wie in der DDR immer mehr Menschen in staatlichen Wohnungen leben und kaum noch jemand privat in Wohnungsbau investiert, weil es sich schlicht für die Menschen nicht lohnt. Halten Sie uns eigentlich für so dumm, dass wir nicht erkennen, dass das Ende Ihrer Vision ein Deutschland im Jahr 1989 ist, und zwar in der DDR? Ich war 1989 in der DDR und ich werde bis an mein Lebensende nicht vergessen, wie abgewirtschaftet dieses Land war. Lauter runtergekommene, dreckige Häuser und Wohnungen, die dem Staat gehören und verfallen. Und das, was Sie hier betreiben, das ist Politik gegen unser Land, gegen Freiheit, gegen Eigentum, gegen Selbstbestimmung, und die werden wir nicht mitmachen. Lassen Sie uns doch mal die Ursachen bekämpfen gemeinsam. Unkontrollierte Zuwanderung in unser Land stoppen, raus aus dem Euro, weg mit der Nullzinspolitik, hin zu einer vernünftigen, stabilen Währung, bei der die Menschen dann auch wieder für ihr Alter vorsorgen können. Unser Ziel muss sein, dass sich endlich auch Arbeiter und Arbeitnehmer in diesem Land wieder ein Eigenheim leisten können. Das wäre eine echte Sozialpolitik und eben nicht gescheiterte kommunistische Experimente aus der Vergangenheit zu wiederholen, wie Sie das wollen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Sichert. Als nächstes der Kollege Martin Daniel Sichert war das für die AfD-Fraktion. Ich möchte darauf hinweisen, es ist seine erste Parlamentsrede. Und der nächste Redner, Daniel Föst, für die FDP mit seiner ersten Rede hier. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, meine Damen und Herren von der AfD.
Jetzt hocke ich seit einem halben Jahr neben Ihnen. Ich habe von Ihnen noch nicht einen vernünftigen Vorschlag zur Lösung von Problemen gehört, sondern ausschließlich Phrasen aus irgendwelchen Wahlprogrammen. Ich finde das reichlich erbärmlich. In der Tat, die Wohnkosten sind eine der drängenden sozialen Fragen für diese Legislaturperiode. Deswegen finde ich es gut, dass wir darüber reden, werte Kollegen von den Linken. Gerade die Mitte der Gesellschaft, die ja allemal am Rande von sozialem Wohnungsbau profitiert, werden geradezu erdrückt. Polizisten, Kassierer, Verwaltungsangestellte, junge Familien bekommen ein immer größeres Problem mit den Mietkosten. Vom Eigentumsaufbau brauchen wir gar nicht erst reden. Ihre Antwort darauf, liebe Kollegen von Union, SPD, Grüne und Linke, ist ein Preisregime. Legen wir doch einfach staatliche Preise fest. Das ist zwar Sozialismus, hat noch nie funktioniert, aber egal. Allerdings muss ich Ihnen zugestehen, dass Sie mit der Begrifflichkeit erstmal einen tollen Werbegag gelandet haben. Mietpreisbremse. Klingt toll, muss man eigentlich gut finden, aber hoffentlich schaut keiner genauer hin, ob es auch funktioniert. Tja, jetzt ist die FDP wieder im Parlament, also schaut jemand genauer hin. Erkenntnis 1 zu Ihrer Mietpreisbremse. Mangel lässt sich nicht verwalten. Wir wissen, dass jedes Jahr zwischen 350.000 bis 400.000 Wohnungen gebaut werden, um den bestehenden Wohnraummangel überhaupt zu beheben. Da hilft staatliche Preisfestsetzung überhaupt nichts. Anstatt endlich Investitionen in den Wohnungsbau attraktiver zu machen, anstatt die Baukosten durch Entbürokratisierung zu senken, anstatt dafür zu sorgen, dass schneller gebaut werden kann, damit schneller gebaut und mehr gebaut wird, damit diese Lücke zwischen Angebot und Nachfrage mit einem vernünftigen Preis geschlossen wird, schaffen Sie neue Investitionshemmnisse. Sie bauen Hürden statt Häuser. Mit dieser Wohnbaubremse, die Sie da einführen, mit der Mietpreisbremse, muss Schluss sein. Sie gehört abgeschafft. Und liebe Kollegen von den Linken, mehr vom Falschen ist noch lange nicht richtig. Minus mal Minus ist nur in der Mathematik plus, in der Politik ist es genau andersrum. Und auch das immer wieder vorgebrachte Argument, liebe CDU, dass neugebaute Wohnungen von der Wohnbaubremse ja gar nicht betroffen sind, weil sie da noch gar nicht gilt und dass deswegen keine Investitionen gehemmt werden, dieses Argument läuft völlig ins Leere, weil es den betroffenen Menschen, die eine Mietwohnung suchen, nicht hilft. Der Bauherr muss gleich von Beginn an beim ersten Mieter mit einem hohen Mietniveau einsteigen, da er beim nächsten Vermieter von der Bundesregierung gebremst wird. So macht die Bremse, die Sie wollen, die Wohnungen am Ende sogar noch teurer. Das ist schlichtweg absurd. Es ist völlig absurd. Erkenntnis 2. Wenn dann heute der Eigentümer sieht, dass eine Vermietung oder eine Renovierung nicht mehr rentabel ist, dann wird die Wohnung als Eigentumswohnung an wohlhabende Haushalte verkauft und damit dem Mietmarkt entzogen. Die Folge: Das Angebot sinkt noch weiter. Es wird immer noch schwerer, eine Mietwohnung zu finden. Das ist neudeutsch auch schlichtweg ein Fail. Doch anstatt sich einmal einen Fehler einzugestehen und wirklich was gegen den Wohnraummangel zu unternehmen, wollen Sie das Ganze jetzt noch verschlimmern. Im Sondierungspapier stand noch Evaluation. Ist ja okay. Wird man schnell zum Ergebnis kommen, bringt nichts, kann weg. Jetzt haben Sie im Koalitionsvertrag die Verschärfung vereinbart. Das bedeutet, die SPD bekommt, was sie will. Die Union verzichtet wieder mal auf wirtschaftlichen Sachverstand. Dabei wird es endlich an der Zeit, dass wir die Ursachen der Mietsteigerungen herangehen. Das heißt, wir müssen mehr bauen, zum Beispiel indem wir die Ausweisung von Bauland attraktiver machen. Wir müssen Bürokratie abbauen durch einen Baukosten-TÜV. Wir müssen die Investitionen fordern, indem wir die Abschreibungsmöglichkeiten verbessern. Lieber Herr Kollege, und das ist das Absurde an Ihrem Koalitionsvertrag. Bauen Sie jetzt freundlicherweise Ihren letzten Satz? Mein letzter Satz, das Absurde Ihres Koalitionsvertrags. Sie haben durchaus einige Erkenntnisse getroffen, aber wollen auf der anderen Seite das ganze Wohnungsbauthema wieder hemmen durch eine staatliche Preisversetzung. Und das geht voll in die Höhe, voll in die Hose. Die beste Mietpreisbremse und der beste Mieterschutz ist kein staatliches Preisregime, sondern ausreichend Wohnraum. Und darum geht es. Daniel Föst war das für die FDP-Fraktion. Er hat sich weniger mit den zwei Anträgen der Linksfraktion auseinandergesetzt, die dieser Debatte hier zugrunde liegen, sondern mehr mit dem künftigen Koalitionsvertrag und hatte da doch einiges zu bemängeln. Daniela Wagner jetzt für die Grünen. Wir Grüne
spielen die gewerbliche Wohnungswirtschaft und die Kleinvermieter nicht gegeneinander aus. Wir finden, dass alle wichtige Akteure auf dem Wohnungsmarkt sind. Als wir in der vorletzten Wahlperiode Mietpreisbrems- und Bestellerprinzip entwickelt und eingebracht haben, da wurde das dann zwei Jahre später mit vielen, vielen Ausnahmen und Umgehungsmöglichkeiten versehen, dann hier beschlossen. Was ist die Folge davon? Nicht nur keine Wirkung, sondern noch schneller steigende Preise in den Ballungsräumen, wie übrigens von uns und vielen Sachkundigen befürchtet. Allein von 2016 auf 2017 um bis zu 10%. Armutsgefährdete Haushalte müssen mittlerweile bis zu einem Drittel, bis zu knapp der Hälfte ihres Einkommens für die Miete aufwenden und die Durchschnittsfamilie immerhin noch ein Drittel. Was ist die Konsequenz? Für die Wohnungswirtschaft, meine Damen und Herren, ist der Fall klar. Die Mietpreisbremse abschaffen. Für uns ist der Fall auch klar. Wir wollen endlich ein wirksames Instrument draus machen. Der Wohnungsbau hat zwar 2016 den höchsten Stand seit 2005 erreicht, aber sind das die Wohnungen, die vom Großteil der Wohnungssuchenden gebraucht und nachgefragt wird? Sie haben davon geredet, es würde nicht investiert. Es wird investiert in unbezahlbaren Wohnungsbau. So sieht die Lage aus. Und die Losung bauen, 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 allein für sich genommen, hat noch nichts geändert bis jetzt. Und deswegen glauben wir schon, sagen wir schon, wir brauchen Wohnraum für alle Geldbeutel und am dringendsten für kleine und mittlere Einkommen. Und noch etwas. Wir müssen die Mieterinnen und Mieter in diesem Land wirksam schützen, dass ihre bedrängte Rolle auf dem Wohnungsmarkt nicht von einigen wenigen schamlos ausgenutzt wird. Wir brauchen eine Pflichtangabe der Vormiete und eine Offenlegung der mietpreisbildenden Kriterien. Wir brauchen eine Rügepflicht, die Abschaffung der Rügepflicht. Wir brauchen die Abschaffung zahlreicher Ausnahmen, wie zum Beispiel bei umfassender Sanierung sämtlicher Neubauten oder möblierten Wohnungen. Das ist ja auch so eine Lachnummer mit den möblierten Wohnungen. Wir brauchen eine Absenkung der Mottumlage und wir brauchen dringend eine Neufassung der Härtefallregelung. Und noch etwas, meine Damen und Herren. Der § 5 Wirtschaftsstrafrecht muss dann schon greifen, wenn die ortsübliche Vergleichsmiete um mehr als 20% übersteigt, anstatt der kaum greifbaren Formulierung der Ausnutzung einer Mängellage. Das ist ja fast überhaupt nicht fassbar. Denn die Mieten steigen ja trotz Neubauboom weiterhin. Und ich glaube, der im Koalitionsvertrag gemachte Aussage, dass 1,5 Millionen Wohnungen zu errichten, in die richtige Richtung geht. Nur, es kommt darauf an, welche Wohnungen sind das? Wir müssen adressieren, gerade diejenigen, die zu viel Geld haben für eine geförderte Wohnung und zu wenig Geld für eine gebundene Wohnung. Und wir müssen adressieren den Mittelbau der Gesellschaft. Und das meine ich, wir brauchen für jeden Geldbeutel Wohnraum in diesem Land. Und wir brauchen dringend die passenden Instrumente für passgenauen Wohnraum und nicht nur steuerliche Anreize, die Mitnahmeeffekte produzieren, aber keinen preiswerten und bezahlbaren Wohnraum. Und wir brauchen dringend eine neue Gemeinnützigkeit. Das ganze Desaster fing an in der Zeit nach der Abschaffung der Gemeinnützigkeit. Ich bin zwar über die Hintergründe bestens informiert, das ist aber kein Grund, dass das auf Ende aller Tage so bleibt. Wir brauchen eine neue Gemeinnützigkeit. Wir brauchen ein Ende der Immobilienspekulation in unseren Großstädten. Und das sind für uns ganz entscheidende Ziele. Und Sie mit Ihrer Einwanderung, ich will Ihnen mal was sagen, Herr Kollege. Frau Kollegin, kommen Sie zum Schluss. Anfang der 90er Jahre sind 1,2 Millionen Russlanddeutsche zu uns gekommen. Und sie sind alle integriert in unseren Wohnungsmarkt und auch sonst. Und das sollte uns diesmal wieder gelingen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Als nächstes für die Fraktion CDU-CSU der Kollege Alexander Hoffmann. Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir als vorletzter Redner, dass ich noch drei Gesichtspunkte der bisherigen Debatte etwas vertiefe. Zum Ersten wird immer wieder, Sie haben es eindrücklich unter Beweis gestellt, immer wieder der Eindruck erweckt, die Mietpreisbremse sei das Allheilmittel.
Und die Mietpreisbremse sei am Schluss, wenn sie denn funktioniert, das Instrument, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die Wahrheit ist aber ganz einfach. Nein. Sie schaffen bezahlbaren Wohnraum nur in dem Moment, in dem es Ihnen gelingt, neuen Wohnraum zu schaffen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, erkennen die Linken auch an mancher Stelle, nämlich immer dann, wenn sie leider nur selten in Regierungsverantwortung sind und sich eben nicht austoben in einer Klassenkampf- und Umverteilungsopposition wie hier. In Thüringen sagte nämlich die Bauministerin Keller, ihres Zeichens linken Parteimitglied, auf ihrer Homepage im Ministerium 1.3.2016 folgenden Satz: Herr Präsident, ich zitiere, letztlich bringt aber nur der Neubau von Wohnungen die notwendige Entlastung auf angespannten Wohnungsmärkten. Der zweite Gesichtspunkt, meine Damen, meine Herren, ist, wer Menschen schützen will vor unbezahlbaren Mieten, der braucht eine umfassende Strategie. Eine umfassende Wohnraumoffensive. Und eine solche Offensive, die besteht aus drei Bausteinen. Baustein Nummer eins ist der Schutz des Mieters davor, dass der Vermieter Wohnungsnot nicht ausnutzt. Der zweite Baustein ist die Förderung sozialen Wohnungsbaus. Und der dritte Baustein sind Anreize und Erleichterungen für den freien Wohnungsbau. Und spätestens Baustein Nummer zwei und Baustein Nummer drei kommt in Ihrem Antrag nicht einmal im Ansatz vor. Jetzt haben wir heute schon viel gehört, wo zumindest im Ansatz mal Vorschläge angetastet wurden, was man machen kann. Vor einigen Wochen haben wir unseren Koalitionsvertrag präsentiert und die Linke hat prompt darauf reagiert. Reaktion der Linken auf den Koalitionsvertrag war, da werden die Probleme in unserem Land liegen gelassen. Ich kann mich darüber eigentlich nur wundern, weil wenn Sie das sagen und das auch im Bereich Wohnungsbau, Wohnungswirtschaft, dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, dann kann das nur daran liegen, dass Sie den Koalitionsvertrag offensichtlich nicht gelesen haben. Und deswegen will ich mir tatsächlich jetzt mal die Zeit nehmen, mal im Telegrammstil nur zu skizzieren, was wir im Koalitionsvertrag für 4 Jahre vereinbart haben. Verlängerung des Bindungszeitraums des qualifizierten Mietspiegels von 2 auf 3 Jahren. Prüfung der Verlängerung des Betrachtungszeitraums, Auskunftspflicht des Vermieters bezüglich der Vormiete, Erleichterung der qualifizierten Rüge, eine einfache Rüge soll genügen, gezieltes Herausmodernisieren als Ordnungswidrigkeit, Modernisierungsumlage auf 8% gedeckelt bei geltender Kappungsgrenze für Mieterhöhungen, Kappungsgrenze maximal 3 € pro Quadratmeter innerhalb von 6 Jahren. Es geht aber weiter. 1,5 Millionen Wohnungen und Eigenheime frei finanziert oder öffentlich gefördert. Einsetzen einer Enquete-Kommission für nachhaltige Baulandmobilisierung und Bodenpolitik. Die Möglichkeit einer Grundsteuer C. Verfügbarmachung von bundeseigenen Grundstücken zu vergünstigten Konditionen für soziale Wohnraumförderung. Verbesserung des Bauplanungsrechts. 2020, 2021, also über 2019 hinaus, 2 Milliarden zusätzlich für den sozialen Wohnungsbau. Steuerliche Anreize im frei finanzierten Wohnungsbau. Finanzielle Unterstützung von Familien in Form des Baukindergelds. Anpassung des Wohngeldes an allgemeine und individuelle Lebensbedingungen. Das ist, meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein voller Instrumentenkasten, mit dem wir tatsächlich eine Wohnraumoffensive starten können. Und Herr das Kollege, in einer Zeit, Herr Präsident, ich komme zum Ende, wo Sie mit einer rostigen Kneifzange durch die Gegend laufen und meinen, Sie schrauben an der Mietpreisbremse rum. Und Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, ich bin ja wirklich erschrocken, Sie schauen ja tatsächlich auf einen leeren Instrumentenkasten. Ich habe jetzt Kollege, alles getan, Kollege, damit das am Sonntag klappt. Ich würde mich freuen, wenn wir den Koalitionsvertrag einen Satz umsetzen haben Sie jetzt können. Noch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alexander Hoffmann war das für die Unionsfraktion. Ich will darauf hinweisen, ich musste Ihre Redezeit etwas verkürzen, weil der Vorredner aus Ihrer Fraktion seine Redezeit, darauf bin ich gerade hingewiesen worden, über eine Minute überzogen hatte. Also klären Sie das interfraktionell. Liebe Kolleginnen und Kollegen, oh, da hat der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki noch mal darauf hingewiesen. Ja, das Redekontingent wird zum Anfang berechnet und überzieht ein Redner aus der eigenen Fraktion. Dann kann das passieren, was gerade geschehen ist, dass man eine Minute weniger bekommt. Jetzt der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, Michael Groß für die SPD. Michael Müller und Natascha Kohn haben das so gut verhandelt, dass wir 80% SPD-Politik da wieder gefunden haben. Und Herr Lustschak, wir müssen ja nicht weiter diskutieren. Sie haben jetzt
zwei Jahre die Mietpreisbremse verhindert. Ich habe Sie ja schon mehrfach zitiert mit einer Äußerung in irgendeinem CDU-Organ, in dem Sie sich damit brüsten und sagen, die Mietpreisbremse habe ich zumindest so entschärft, dass sie gar nicht wirken kann. Die Realität ist ja eine andere. Und wir wissen das ja inzwischen auch, insbesondere aus den Ergebnissen der Forschung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die festgestellt haben, die Mietpreisbremse wirkt da, wo sie wirken kann. Und vor allen Dingen da, wo die Mietpreise vor der Einführung sehr stark gelaufen sind. So. Und ich muss mal unsere Bundesregierung, insbesondere meine Minister, loben. Die letzten vier Jahre waren gar nicht so unerfolgreich, sondern eher erfolgreich. Wir haben es nämlich geschafft, dass wir die soziale Wohnraumförderung ausgebaut haben. Wir haben zumindest es in einzelnen Bundesländern, NRW zum Beispiel, geschafft, dass wir deutscher Meister im Bereich des Bauens und Schaffen von Wohnungen mit sozialer Bindung geworden sind. Leider ist das unter Schwarz-Gelb jetzt völlig eingebrochen. Man fragt sich, warum. Man fragt sich, warum das so passiert ist. Also Sie verfolgen ja eine andere Politik, das muss man deutlich sagen. Und den Mieter und Mieterinnen muss man auch sagen, diejenigen, die an der Seite der Mieter und Mieterinnen stehen, sind hier links im Parlament unterwegs. Und wir können natürlich darüber diskutieren. Und ich gebe allen recht, die sagen, wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum durch zwei Dinge. Wir brauchen ein soziales Mietrecht. Das müssen wir schärfen. Wir brauchen mehr Mietpreisbremse. Wir brauchen eine Begrenzung der Modernisierungsumlage, was wir vereinbart haben. Aber wir brauchen auch mehr Wohnungen. Nur Sie haben ja selber festgestellt, für wen wird gebaut. Es wird eben nicht für diejenigen gebaut, die wenig Geld haben oder die ein normales Einkommen haben, insbesondere in manchen Städten, ich nenne jetzt München, Frankfurt, Köln. Sondern es wird eben gebaut hochpreisig. Und die Umzugsquote ist so gering, dass viele überhaupt nicht davon profitieren, dass neu gebaut wird. Und deswegen sagen wir ja, und Frau Ley, Sie haben ja immer in den Diskussionsrunden das bezweifelt, dass wir das schaffen, dass der Bund über 2019 hinaus auch für die soziale Wohnraumförderung verantwortlich bleiben wird. Und das ist doch ein Erfolg, den wir erreicht haben. Und das war uns eben auch besonders wichtig. Jetzt noch mal zur Modernisierungsumlage. Wir haben zumindest erreicht gemeinsam, dass in Gebieten mit besonderer Kappungsgrenze die Modernisierungslage von 11% auf 8% gesenkt wird. Und um das noch mal deutlich zu machen, was das bedeutet, zurzeit kann ein Vermieter, der 20.000 Euro investiert, 183 Euro pro Monat dauerhaft die Miete erhöhen. Und wenn wir auf 8% runtergehen, bedeutet das, dass der Vermieter nur noch 133 Euro die Miete erhöhen kann. Ich glaube, das ist ein Fund für die Mieter und Mieterinnen, dass sie sehen, wir haben dort auch etwas erreicht. Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss, bitte. Genau, ich komme zum Schluss. Ich habe eben gehofft, dass die Kollegen der Union noch ein bisschen mehr dafür werben, dass unsere Mitglieder am Sonntag Ja sagen können. Das hörte sich manchmal nicht so an. Aber wir werden ja sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe, Herr Lutschak, dass wir diesmal wirklich die Mietpreisbremse, die Modernisierungsumlage umsetzen können, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Aussagen, die Sie heute getroffen haben. Herzlichen Dank, Glück auf. Vielen Dank. Michael Groß war das für die SPD-Fraktion, der letzte Redner hier zu diesem Tagesordnungspunkt. Zwei Vorlagen der Linken lagen hier der Debatte zugrunde. Zur Mietpreisbremse, die gehen jetzt erstmal zur weiteren Beratung in den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz.